Mutter hat mich mal gefragt, ob ich bei der Stadthysterie da am Stadttheater St. Gallen mitmache. Und ja, also ich habe schon immer gerne gespielt. Und ja, und dann habe ich dann auch dafür mal mitmachen. Zweimal bei Lady Bess und einmal bei Giovanna Dago. Bei Lady Bess, also ich finde Geschichte mega cool. Halt vor allem bei Lady Bess, weil irgendwie es interessiert mich mega. Und da hat mich halt auch angespornt zum Squat machen, so wie das echt früher noch war. Ich habe auch während der Vorstellungen und nach der Vorstellungen immer wieder mal Musik angelassen und auch dort, wo ich dann auch dran komme, zum auch hören, wie meine Einsätze sind und so. Also ich finde es auch schön, sehr schön klassische Musik. Ich finde es mega cool, wie man mit so einfachen Gegenständen wie einem Tisch oder einem Stuhl kann man ein Arbeitszimmer darstellen und man kann sich da mega gut vorstellen und voll in die Welt eintauchen. Das Coolste, also bei Lady Bess habe ich da jetzt vor allem erlebt, vor allem hinter der Bühne, wie wir miteinander umgegangen sind. Wir haben alle gelacht, wir haben Witz gemacht, wir konnten miteinander reden und ja, wir haben uns noch Sachen gesagt und Späßchen haben wir gemacht. Und da finde ich mega cool, dass wir da irgendwie haben machen können. Es macht alles gerade viel lustiger und unterhaltsamer und viel spannender. Also ich habe mich mega gewundert, dass wir unsere Garderobe neben der Hauptdarstellerin haben, weil irgendwie wir sind so Statisten, so eigentlich nur so ein Zusatz. Und Hauptdarsteller, sie sind im Mittelpunkt, sie sind wichtig. Man kann es halt eins zu eins miterleben, statt mit einem Film, irgendwie, wie man daheim auf dem Sofa ist oder ins Kino geht. Und wenn es einem gefällt, dann kann man auch klatschen und den Schauspieler da auch zeigen, dass man es cool gefunden hat. Und ja, oder auch auf der Bühne so kleine Fehler, wie zum Beispiel, wenn etwas nicht funktioniert, dass man den da auch sieht und wie auch schauen, in einem Film, wenn es nicht passt, dann wird da wiederholt und dann ist es perfekt. Und ja, also da finde ich noch cool.